weiß ich auch nicht. Keine die machen Ahnung. da oben groß. Ohne uns Party. Nein, voll unfair. Wir sollen jetzt mit Scott Mitchell reden gleich. Ich glaub, dieses Symbol gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Das kenne ich auch noch nicht. Das ist diese Maske, die du auch immer zum Ladebildschirm siehst. Ja. Ja, es muss aber nichts heißen. Es kann, vielleicht ist es wegen der Operation heißt es so. Pass auf, davon. Eieiei. Der ist nochmal schön gesprungen, wa? Aber letzten Moment noch. Ich glaube, eigentlich sollten wir hier hochlaufen und nicht fahren, ne? Ja, wäre vielleicht ganz gut, oder? Ach, keine Ahnung. Wir fahren. Vorsichtshalber, oder? Nee, ist aber auch kein Rot. Nee, ist kein Feind. Wie sollen wir mit dem Team ich meinte nur hier, der Weg ist nicht zum Fahren, sondern eher zum Wandern ausgelegt. Wir wandern doch. Woanders. Auf unsere Art und Weise. Na guck, da kann man schon mit Munition nachladen. Moment. Lange nicht gesehen, Boss. Ich hoffe, Bolivien bekommt ihn. Es hält uns auf Trab. Solange sie noch im Dienst sind, wir haben ein neues Problem, bei dem sie uns helfen könnten. Welches? In Bolivien gibt's wohl noch mehr als nur waffenfähiges Kokain. Sie haben Uran unter all den Pflanzen entdeckt und begonnen, es zu fördern. Scheiße. Es kommt noch schlimmer. Wir haben Informationen, dass russische Ultranationalisten dabei helfen und einen Teil abbekommen. Ganz sicher? Wir haben einen Ghost vor Ort, einen aufgeweckten Jungen, der die Unidad als russischer Agent infiltriert hat. Codename Little Brother. Süß. Die Unidad schickt bald Uranproben an Russland. Die müssen wir abfahren. Kontaktieren Sie Little Brother. Er führt Sie durch den Einsatz. Okay. Wir sollen zu einem Sammelpunkt. Der ja. Little Brother of another mother. Ach, der da hinten. Okay. 900 Meter. Mitchell mischt jetzt in Ach, haben wir jetzt, mit. Jetzt haben wir gar nicht das Scharfschützengewehr mitgenommen. Ich hoffe, er ist am Schreibtisch nicht eingerostet. Niemals. Ah, nee. Sobald er zurück im Gefecht ist, kommt das von allein. Wir bringen die Band wieder zusammen. Was ist ein Scharfschützengewehr? Da war eine Kiste mit dem Scharfschützengewehr, was wir dann für unsere Ausrüstungskiste hätten. Ja, in dem Gefängnis. In der Schlucht. Scheiße. Ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja, ansonsten, ich hab das hier eingesammelt. Ich guck mir das gleich mal eben an. Vielleicht wechsle ich dann die eine Pistole oder die eine Waffe. Ich werde fahren. Warte mal, das ist das hier. Nur dann hätte ich die Dings nicht mehr, ne? Den Granatwerfer nicht mehr. Markus wollte doch eigentlich unser Scharfschütze sein. Das ja, ist ja, die Frage ist, ob ich einfach sage, wir fahren mal zurück. Oder fliegen mal zurück, holen das noch schnell. Und machen dann die Mission weiter. Es ist auch in der Nähe von der Mission. Dann fahren wir doch. Mir ist das egal. Ja, dann oder? Machen wir das doch. Dann haben wir hat Markus ein Scharfschützengewehr und dann kannst du deinen Granatwerfer behalten, weißt du? Das dann. Wäre vielleicht. Oh, jetzt, ja, komm, jetzt bin ich zwar wieder Schütze, ist egal. Dann fahren wir. Dann fahren wir nochmal dahin. War? Ja. Gut. Dann. Gib Gummi. Mach ich doch schon. Nur mit Gummi. Ja, ja, Gott. Das sind Informationen, die kein Mensch braucht. Ja. Dann fahr du doch mal hin, ich bring mal eben einen Kaffee weg in der Zeit. Mach das. Ich glaube, da müssen wir bestimmt auch irgendwann noch hin, so riesen Flughafen da.
So, mal gucken, ob sie uns diesmal bemerken, die Uni das. Schauen wir mal. Unser Schütze ist ja gerade nicht da. Nö. Wir brauchen noch einen Moment, bis wir da sind, ne? Aber ich glaube, die greifen nur dann an, wenn wir wirklich drauf schießen. Ich muss noch mal ganz kurz, meine Katze hat gerade geputzt. Ich muss das mal schnell wegmachen. Ja. Aber das kenne ich. Ja, wenn die versuchen, ihr Fellknäuel wieder rauszuholen. Naja. So. Pass auf, jetzt haben wir Feinde und wieder Feinde, ganze Ding voll. Nö, hier ist keiner. Haben wir ja schon befreit, das Ding hier. So, wo war jetzt die Kiste? Ah, da hinten, ich sehe sie. Ich bin wieder da. Ich sehe sie. Wo ist denn die Karte? Warte, weiter rechts hoch. Ich bleib mal im Auto sitzen, mach. Ja, bleib mal da drin sitzen. Ich hol das schon. Ich nehme mir auch mal mit. Oh, hier ist noch. Hier war doch noch einer verirrter. Der schaut natürlich rum. Der ist hier rumgewandert. Wo sind denn alle hin? Hm. Der hat doch gesucht, wa? Ja. Ach, da komme ich nicht hoch, okay. Ach, da hinten. Ja. So, dann wechsle ich gleich mal MP5 gegen G28. Und wie konnte ich jetzt nochmal an dieses jetzt hier so, genau. So, Teile. So. Mündung Schalldämpfer. Dann ändere ich die mal raus hier. Genau, das Schaschusgewehr nehme ich mir auch noch mit rein dazu. Sicher. Und bei den Wildlands mag ich die Scharfschützengewehre nicht. Okay. Im Breakpoint finde ich so super. Aber hier ist es irgendwie nicht meins. So. Ich hab's ausgerüstet. Wir können weiterziehen. Ah, warte, Moment. Ich pause gerade um. Nehmen wir einen Schalldämpfer mit auf jeden Fall drauf. Weil das kann nicht schlecht sein. Okay, dann passt das soweit. Ein neues kleines Gewehrchen. Da. Komm ich hier hoch? Nein, komme ich natürlich nicht. Gucken mal, wie gut sich dieses lange Ding da handelt auf dem Auto. Ja, ne? Mhm. Kennt sich bestimmt gut mit aus. Total. Langen Dingern auf Autos. Aber nur auf Autos. Klar, sonst ist es ja langweilig. So, hoffe. Ja, sofort ansonsten, schnell noch einen Schluck trinken und dann. Ansonsten bin ich raus aus der Nummer. Ja, klar. Was denn das Wort ist Nummer? So, jetzt bitte nicht mehr zweideutig denken, weiter geht's. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr vom Leben. Ja, so sieht's aus. Wir sind ja anständig hier. Was? Total. Na, du nicht, Markus, natürlich, das wissen wir. Ich hoffe, ich
Ei. Ich wollte abkürzen an den Gegnern vorbei. Ja, genau, in die nächste Bedrohung rein. Ja, das waren ja aber, die. Aber komischerweise bist du wieder nur entdeckt worden. Ich sitze. Ja, vor allem sitze ich im Auto. Ich sitze ganz sicher hier im Auto angeschnallt und mache gar nichts. Weißt du? Naja, hier. Ein Fahrer und zwei mit Waffen. Und du sitzt ruhig da. Wer ist wohl da, der mit am meisten Potenzial, dass was nicht stimmt? Ich sitze wirklich nur da, ich mache gar nichts. Es haben tatsächlich nur die Mädels drin rausgeguckt. Ich sitze wirklich nur hier im Auto. Siehst du ja, bei mir ist wirklich die Fenster kaputt, ich sitze hinten rechts. Na, im Grunde genommen bist du ja auch ein Mädel. Ich geb dir gleich was. Ja, ich spiele Spielcharakter, ja. Na, ja. Siehst du? Little Brother, you know it. Oh, Scheiße, nennen Sie mich nicht so. Kann es nicht was Cooleres? Ja, schönes Gewehr. Was? Jetzt bin ich entdeckt worden, das war ich das. Ja, yo, juhu. Juni, da hast du den Downs her. Ja, geil. Dann fahre ich nochmal weg, bevor ich wieder hierher komme. Ja, das wäre vielleicht schon gar nicht mal so schlecht. Wir haben einen engen Zeitplan. Wie ist die Lage? Wir haben den Ort abgegeben. Wir kommen nur per Fallschirm rein. Ihr müsst vom Felsen da oben abspringen. Müsste eigentlich gleich kommen, dass wir die abgegeben haben. Ich säubere die Landezone für euch. Also noch steht bei mir gejagt. Jetzt verloren. Weg. Ich drehe lieber um, weil da vorne kommen gleich noch welche. Schalten wir das Ding ein. Gibt einen Grund, warum die Rebellen die Dinge ausschalten. Wegen all dem Blei vom Kartell. Ja, wir dürfen halt nicht mit den Waffen auf die zielen, dann ist alles okay. Dann kannst du locker vorbeifahren dran. Vielleicht sollten wir jetzt gleich von hier eben weiterlaufen oder so. Nee, es geht schon. Wir müssen auf den Felsvorsprung da oben, wa? Ja, wir sollen da runterspringen. Ja, dann. Das war erstmal hoch, wa? Zumindest habe ich irgendwas mit runterspringen mit dem Fallschirm verstanden. Hat denn jeder einen Fallschirm ausgerüstet? Ist die nächste Frage. Ich habe einen Fallschirm. Oh, oh. Die Ohren haben. Hey, Basejumpen, geil. Ja, du kannst aber, den hast du, glaube ich, so normal ausgerüstet. Also ich hab einen, das weiß ich. Glaubst du wirklich, wir können dem Typen trauen? Naja, im Zweifel sterbe ich jetzt. Auch nicht in einer Unidad-Basis ab. Ja. Manchmal muss man einfach Vertrauen haben. Aber habe ich nicht gerade eben noch gesagt, Cap, wir müssen bestimmt zu diesem riesen Flughafen? Ja. Ja, dann springen wir mal, wa? Ich spring jetzt mal. Tschüssi. Aber meine hat den Fallschirm nicht geöffnet. Sie hat ihn nicht aufgemacht. Das ist was wir gesagt haben. Das ist lustig. Ich spring jetzt mal. Klatsch. Ja, sie hat ihn nicht aufgemacht. Weil da gar keine Zeit für war. Die Strecke bis zum Feld ist zu kurz. Ja, was ist das für eine scheiß Mission? Kann man nicht noch irgendwie selber springen? Nee, eben nicht. Das ist ja die Kacke. Ich will nicht da runterspringen. Ich auch nicht. Los, komm, springt! Traut euch! Ach nee. Was ist das jetzt hier für eine Scheiße hier? Klappt doch, wunderbar. Also ich weiß nicht, was ihr habt. Ihr müsst ja. Ich bin jetzt weiter links gesprungen. Ja, das haben wir gerade auch gemerkt. Nein, ihr müsst nicht von dem oberen, wo ihr runtergesprungen seid, sondern links abgehen. Dann funktioniert das ganze Ding. Im Basiskondor abspringen, ohne gedeckt zu werden. Und da ist schon das Problem bei mir. Das war geil, ich spring jetzt. Patsch. Ich komm gar nicht mehr hoch. Kann ich hier nicht irgendwie hochgehen? Ja. So, war das jetzt eigentlich hier oben? Bin ich jetzt richtig? Ja, wir sind richtig. Ach da. Okay. Nee. So. Eieiei, das kann doch nichts werden hier mit denen. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ja, so sieht's aus. Die macht nichts. Na, ihr seid ganz oben, also Jax, ihr müsst ein bisschen weiter nach links von euch weg. Da ist ein kleiner Vorsprung. Und da geht's aber runter.
Hier macht nichts. Also derjenige, der war, wo ich erwartet hätte, dass ich sterbe, also ich hätte erwartet, dass ich sterbe in dem Moment. Ich schaffe es hier runter, aber dir nicht, was? Warte, wo seid denn hier? Da, okay. Ich liege hier und bin verletzt und also das ist ja, gibt's nicht, das ist unglaublich. Das ist doof. Könnt ihr euch zu mir porten? Sie ja gleich. Du auch. Du brauchst nur auf die Karte zu gehen mit der Drohne. Alles gut. Ich will aber den Sprung selber machen. Oh. Ja, ich will den auch machen. Deswegen, ich werde mich gleich zum Markus bocken. Ich will das jetzt wissen. Und wenn ich jetzt noch 10 Mal sterbe, ist mir scheißegal. Das kann ja nicht sein, weißt du? Wie gesagt, aber der Richard war. Aus diesem scheiß Helikopter gesprungen bin mit diesem blöden Fallschirm. So, jetzt erstmal zum Markus bocken. Ah, du musst hier hinten rein, okay. Unglaublich, kann ja nicht sein. Okay, sind ein paar auf jeden Fall drin. Guck mal, weil ich da rankomme. Vor allem die Erklärung, die habe ich einfach weggeklickt, natürlich. Das war die beste Entscheidung. Einfach runterspringen und X drücken, ja, das funktioniert. Ja, die habe ich auch weggedrückt. Ich dachte, kannst du weiße Fallschirm öffnen. Ist ja nicht so schwer. X drücken. Ja, mehr war es nicht. So. Jetzt hat er nicht mal angezeigt, dass... Oh, naja. Ja, genau, das Problem hatte ich gerade auch. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich renne jetzt nochmal. So. Ich glaube, wir lernen gerade fliegen. Jetzt kann ich. So. Jetzt hat's ihn aufgemacht. Toll. Super. Das bringt ja voll was hier. Mit dem Fallschirm. Das bringt's ja total. Das bringt ja gar nichts. Also, es fühlt sich nur an diesem Felsen dann, ne? Wenn man das springt. So, sollen wir denn da jetzt reinspringen oder was sollen wir da machen? Ja. Ja gut, dann mache ich das jetzt mal. Ich versuche das jetzt mal. Also ich bin nicht so weit gekommen. Sagen wir es mal so, ich stehe hier unten irgendwo rum. Ja, ich bin hey, da fliegt was. Ich muss das mal abschießen. Ja. Das bin ich. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier tue, liebe Leute. Ne? Wisst ihr, was das ist eigentlich hier gerade? Ja, ich sehe es. Das ist so, ich bin wieder weg. Da ist alles voller Unidad. Das ist der Flughafen von den Unidad. Ich bin da jetzt nicht genau reingesprungen. Ich bin da wieder rausgeflogen. Habe ich gemerkt. Übrigens noch was. Lest mal, was oben links steht. Ja, ohne entdeckt zu werden. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich bin auf jeden Fall nicht entdeckt. Ich bin da direkt wieder raus. Ja, das ist ja eine geile Mission, ey. Das wird ja lustig. Da brauchst du ja mindestens... Ja, klasse. Die haben hier auch... Ich komme gar nicht so weit rein. Was hier alle zu ist, außenrum. Ja, weil man ja auch reinspringen soll. Alles gut, hier, warte. Nee, ich habe schon eine Lücke im Zaun gefunden. Alles gut. Aber das Problem ist, wir können die Drohne nicht losschicken. Da ist irgendwo ein Ding was stört. Ist das ein Luftabwehrsystem? Ein Luftabwehrsystem? Alter, das Ding ist komplett gesichert. Und wir sollen hier rein, oder was? 4 absolute Kacknoobs müssen in so ein Ding rein? Geil. Der Tag ist gerettet, weißt du? Total. Machen wir die jetzt noch. Hier liegt. Da sind wir in 3 Stunden noch zu. Da oben ist ein Generator auf jeden Fall. Ja, den sollten wir. Ja, 300 Meter, das ist rechts rum oder so. Ich könnte den Scharfschützen holen, aber das Einzige. Ich auch. Dann mach doch. Ich hab zuerst gesehen, angeleckt ist meins. So. Wissen hier oben auf dem Turm ist da auch einer. Ich gehe da mal drauf. Ja. Scharfschütze im Turm. Ich porte mich jetzt einfach so durch. Geh mal wahrscheinlich, dass das aus ist da. So, Scharfschützen hab ich. Okay. Aber es hat anscheinend einer gemerkt irgendwie. Verdächtig auf jeden Fall. Ich habe keine Aussätze, scheiße. Ich versuche immer auf den Turm zu kommen. Ich weiß nur nicht, ob da einer drauf ist. Also heute komme ich gar nicht mit meiner Waffe. Nee. Das war so dumm. Das hätte ich mal lassen sollen. Ja. Was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich wurde irgendwer entdeckt. Nee, ich hab gerade versucht, den Generator auszumachen. Ja.
Das war, glaube ich, mein Fehler. Weil so weit kommt mein Scharfschützgewehr gar nicht, dass ich den einen hätte holen können, der links oben stand. Und ich habe genau zu kurz gezielt. Ich hätte noch einen Ticken höher zielen müssen. Und dann ist die Kugel quasi an deinem Gitter abgeprallt. Und dann wurden wir eiskalt bleiben. Ach gut, jetzt geht doch mal ein Stückchen weiter hier. Ist ja voll gelohnt gerade. Alter, die ganze Scheiße. Pass auf, ich stehe mal wieder oben und müssen da wieder runterspringen. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja, es geht. Wir sind unten. Unten im Dorf da oder was. Ja, geil. Ja, dann mal wieder rauf auf den Felsen, wa? Wir haben noch eine Chance, es zu beweisen. Ja, wir haben noch eine Chance, auf dem Felsen zu zerbröseln. Ah, ist das schön, jetzt endlich dauerhaft ein Scharfschützengewehr zu haben. Ja, ne? Ups, Corona. So. Gesundheit. Danke. Weil wir, glaube ich, nicht mehr viel schaffen werden. Oh, Corona. Das jetzt wieder der Punkt. Aber du musst von relativ weit oben springen, ne? Das ist es halt. Gehen Sie rennen auf der Kamera und drücken Sie X, ziehen Sie X nach hinten, um langsamer zu werden und drücken Sie A, um Tempo zu gewinnen. Okay. Ich will nicht mehr. Glaubst du wirklich, wir können dem Typen trauen? Griffin wird für ihn. Nein. Griffin springt auch nicht in einer Unidad-Basis ab. Oh, ich glaube, ich bin halt irgendwann hängen geblieben. Weil ich bin etwas links, ich bin hier links abgesprungen auf dem Ding. Ich laufe jetzt, ich mach das jetzt hier. Tschüss. Punkt. Oh, nix geht. Es geht nix. Könnt ihr vergessen, also da passiert nix. Also die Beschreibung, die sie da machen, ist auch was für ein Arsch. Ah, okay. Na, das nicht... jetzt ging's auch nicht, ja? Nee, eigentlich hatte ich gehofft, dass das geht. Aber irgendwie wollte Mensch, der... Ich hatte gedacht, okay, ich komme weit genug, aber irgendwie dann doch nicht. Oh, jetzt kommt nicht. Die nächste. Klunk. Geil, wir sterben einfach alle. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, Markus. Bitte, jetzt bist du da. Pass auf, dir und ihr schafft das. Man ist viel zu nah an diesen Felsklippenspalter, ja. Ne? Das muss ja irgendwas sein. Ich kann immer da aufziehen. Der Markus traut sich nicht mehr. Ja, ein Möschen. Ich will nur mal gerade gucken, ob ich eine Stelle finde, wo es vielleicht nicht so ist. Aber egal wohin du guckst, das ist halt alles felsig. Ja. So, ich probier's jetzt einfach mal. Ja. Guten Tag. Ja, ging einfach nicht. Da liegst du nieder. So, ich, ja. Ich porte mich gerade schon mal wieder zum Markus. Mal gucken, wo ich raufkomme. Genau. Porte dich zu dem, der auf dem Boden liegt und schreit. So. Ich bin wieder auf dem Weg nach oben. So, da warten wir dich mal. So, schön ohne Schutzmaske, zeigt aber Corona, ist das ja gut. Aber die Frage ist, wie weit soll man da springen, ey? Ja, einfach mal sonst ist. Da kommt man sich so ein bisschen. Ich spring jetzt mal hier ein bisschen ab da so. Und tschüss. Ganz links. Da kommt noch ein kleiner Vorsprung. Und von den da geht's. Hab ich doch gemeint eben. Das war der Vorsprung. Ja. Genau den, meinte ich. Genau, spiel mal runter. Ich versuche mal irgendwie weiterzukommen. Ich weiß nicht, ja, ich guck mal eben. Hier unten liegt eine Leiche, warum auch immer. Das wird morgen früh wehtun. Ich möchte jetzt hier gerne hier runter. Bitte gerne auf den Turm.
Jawohl! Ich bin mitten auf dem Turm gelandet, wo ich eben hoch wollte. Sehr geil. Nein, nichts. Die Frage ist, wo bist du? Du bist genau auf diesen kleinen. Du bist ein bisschen runtergegangen, ne? Ja. Nicht auf dem großen Ding, sondern ein bisschen weiter da. Rechts. Ja, links war nicht. Dann ist sie hier runter. Okay, das ist klar. Nein, ich komme jetzt auch dazu, aber... Also ich bin zumindest jetzt wieder am Fliegen. Ja, ihr müsst links runterspringen. Da ist dieser Vorsprung links. Und da müsst ihr runter. Aber haben sie trotzdem total bescheuert gemacht. Kann er nicht irgendwie sich noch weiter beschleunigen? Mhm. Nein, das Beschleunigen war auf den Moment bezogen, bevor du den Dings ziehst. So, ah, gut. Dieses wie Skydiving da, wenn du dann die Arme ausbreitest. Da. Nee. Kann ich jetzt mich zu dir porten? Jetzt müsste doch gehen fast, oder nicht? Warte mal. Ja, das geht. So, bin da. Gleich. Wir können es einfach alle rüber porten. Habe ich das ja auch vorhin gemacht. Hm? Müsste hoffentlich funktionieren. Hm? Und ging es jetzt, Distant? Nee. Ja, nur auf diesen einen Vorsprung vorne. Es geht, wie gesagt, du gehst ein bisschen links runter und da steht's vor und da musst du runter, da musst du runter. Ich war links, deswegen wundert es mich. Okay. Weil danach kannst du es direkt ziehen. Du fällst ein bisschen und springst dran. Nee. Dann ziehst du. Es ist scheiße. Ja. Also falls das jemand gerade da draußen irgendwie mit sich anguckt, das ist scheiße. Ja. Warte, ich reise. Wie viel Meter, Alter, will ich denn springen? 96%, 100%. Aha. Und ich wollte eigentlich dazu porten und stehe trotzdem noch an der gleichen Stelle, wo ich eben auch vorher stand. Na, weil du ja eigentlich auch nicht dich porten sollst, sondern sollst ja selber springen. Ja, das ist aber scheiße. Warte mal, ich muss mal, wie viel Lücke im Zaun finde, im System finde. Ob ich da hochkomme. Das Blöde ist wirklich, dass du hier mit der Drohne nichts machen kannst, ne? Weil alles gestört ist. Die Drohne wird gestört, ich sehe nichts. Da ist ja nichts frei, ne? So die eine Lücke oder was? Ah, hier ist offen. Und zack, warum? Wieder tot. Warum muss es denn jetzt dunkel sein? Perfekt. Okay, man kommt auf jeden Fall am Zaun. Ihr müsst eigentlich kurz vor den Zaun springen. Und dann müsste da irgendwo eine Lücke drin sein. Ja, da waren wir vorhin auch. Okay. Weil du kommst rein auf den Turm, wo sie ist. Na, gut, ich will das aber hinbekommen hier. Ich guck das an. Schon klar. Aber hier von dem Turm hier oben. Seid ihr gerannt oder gelaufen? Normal gegangen. Ich bin abgesprungen und bin mit dem Fallschirm direkt hier oben auf dem Turm gelandet. Ich würde jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn sagen, es war einfach Können. Nein, das war echt reiner Zufall. Ich hatte den Turm gesehen, habe gedacht, das könnte klappen und es hatte funktioniert.